Hallo zusammen, heute nehme ich euch auf jeden Fall mal auf die kleine Premiere hier auf dem YouTube-Kanal mit. Und zwar tauchen wir nochmal in VATSIM, aber diesmal als Lotse ein. Ich werde später im Laufe des Videos mal so ein bisschen die Grundcharakteristiken von Flugsicherung und wie sieht die Abfertigung in dem Sinne von so einem Flug aus, von Start bis zur Landung, zeige ich euch mal kurz auf und wir haben am Ende dann auch nochmal ein bisschen mehr zu tun. Also lehnt euch zurück, genießt es und viel Spaß. Condor 24 in München Apron, report ready for copying your clearance. Ja, gut. Condor 24, Startup is approved, cleared Destination Hotel Echo Golf November Aerodrom. Merci 5 Sierra. Departure. Flight planned route. Climb via SID Flight Level 70. Squawk 2 3 05. Clear to Hurghada, Merci 5 Sierra Departure, Climb by SID Level 70, Squawk 2 3 0 5, Condor 24. Condor 24, read back correct, when ready for pushback, call again. So, das war mal eine kleine erste Streckenfreigabe, dazu später aber mehr. In der rechten unteren Ecke seht ihr ein von oben quasi Radarbild des Vorfeldes von München. In der linken unteren Ecke seht ihr die Flugzeuge, die sich zum Start quasi bereits bei uns angemeldet haben und dort seht ihr die Flugpläne. Und im Hintergrund seht ihr das Live-Geschehen im Simulator. Lufthansa 8, X-Ray Romeo, München Apron, report ready for copying your clearance. Affirm ready, Lufthansa 8, X-Ray Romeo. Lufthansa 8, X-Ray Romeo, Roger, Information Echo, current, Startup is approved, cleared Destination Frankfurt Aerodrom. Give me one November Departure, Flight Plan Route, Climb via SID Flight Level 70, Squawk 1000. Startup is approved, clear Frankfurt, give me one November departure, climb via SID, flight level 70, squawk 1000, Lufthansa 8, X-Ray Romeo. Dann seid ihr X-Ray Romeo, repeat korrekt. Meine Aufgabe ist es, das Rollvorfeld mit den Flugzeugen quasi kollisionsfrei zu halten. Flugzeuge von A nach B, zum Beispiel zu ihrer Parkposition oder zur jeweiligen Startbahn zu dirigieren. Ground hello, Sierra Park 1 at Sierra 7. Swiss 541, München Apron, confirm you were last station calling? Yes, we're Sierra 7, Swiss 541. Roger, taxi to stand 302 Bravo via Whiskey 2, Echo, Delta 4, Echo 2, November 5. Taxi to stand 302 Bravo, via Whiskey 2, Delta 4, Echo 2, November 5, Swiss 541. Swiss F541, correct and at last Echo 3, please. Roger, Echo 3, Swiss F541. München Salvos, Postman 972 on Sierra 4. Postman 972, München Apron, hello. Taxi to stand 901 via Romeo. 901 via Romeo, schönen Abend noch, ciao. Ebenso, ciao. And Lufthansa 8, X-Ray Romeo, fully ready, request pushback. Lufthansa 8, X-Ray Romeo, Roger, pushback approved, facing north. Pushback approved, facing north, Lufthansa 8, X-Ray Romeo.
Swift 541 München Apron? You were supposed to make a left-hand turn at the last intersection heading north. You are going to be re-cleared now, okay? Okay. Swiss 541, continue texting on Delta 3. Thereafter Echo 3, Blue Line. After Delta 3, Echo 3, after Echo 3, Blue Line, Swiss 541. And Lufthansa 8X-Ray Romeo, could you push on Orange Line, Echo 3? Yeah, negative, Lufthansa 8X-Ray Romeo. Lufthansa 8X-Ray Romeo, roger. Swiss 541, hold position before Kilo 1. Maybe hold before Kilo 1, Swiss 0541. Ja, so schnell kann es gehen. Eigentlich war die Swiss andersrum geplant. Die Maschine sollte oben rum, ja, also hier entlang und dann da rein. Was er gemacht hat, er ist hier falsch abgebogen und steht jetzt halt hier im Stau. Da kann ich nichts machen. Da ist er selber dran schuld. Ja, und damit auch nochmal herzlich willkommen bei unserem heutigen Content. Also, Lufthansa 8X-Ray Romeo, Request Taxi. Lufthansa 8X-Ray Romeo, Taxi to Entry November for via Echo 3, Delta 6, Echo 2. Taxi to Entry November for via Echo 3, Delta 6, Echo 2, Lufthansa 8X-Ray Romeo. Swiss 541, continue texting, following the Airbus A320 in front of you. Hi, Roger. Continue taxi, follow Airbus A320, follow Airbus A320, Swiss 541. Ja, hätte man schön ausdrücken können. Ja, ich komme gerade straight quasi von der Arbeit. Und nehme euch da jetzt einfach mal mit. Normalerweise streame ich ja, aber jetzt habe ich mir mal gedacht, ich mache was ganz anderes. Ihr werdet jetzt mal mit YouTube-Content mal so ein bisschen, will ich mal was ausprobieren. So bin ich trotzdem noch irgendwo vorhanden. Und lasse ich da so ein bisschen teilhaben an der ganzen Geschichte. Ich finde es eine sehr coole Sache hier. Das ist alles über WhatsApp. Und auf der anderen Seite, ja, habt ihr dann vielleicht was zu gucken. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, wie das hier so ein bisschen läuft. Wie das hier aussieht, wie das hier gemacht wird. Und ja, entsprechend seid ihr jetzt wohl mal dabei. Ich werde mein Bestes geben, irgendwie das Ganze ein bisschen noch zu unterhalten, vielleicht auch mit hier den ein oder anderen Kommentaren. Normalerweise, wenn ich das hier im Simulator gelost habe, hatte ich nie Zeit, großartig überhaupt gefühlt zwei Sätze zu reden. Heißt, wir werden jetzt ja, sehen, wie wir die Zeit rumkriegen und schauen, wie wir das Ganze hinkriegen. Aber das werden wir alles gewuppt bekommen.
Ja, im Moment ist es so, wir haben. Virginia Capron, hello, Virginia 521, Moment, 3 Point, November 3. China 521, München Apron, hello, Taxi to Stand 216 via Whiskey 2. 216 via Whiskey 2, Virginia 521. Ja, wir werden, wie gesagt, ja, wie soll ich sagen, schauen, wie wir das hinkriegen. Unser, also wie gesagt, wir haben einen Tower, also einen Tower-Lotsen, dann nehme ich dann teilweise das Übergebe. Center 3302, Bravo, thank you. Swiss 51, bye. Swiss 521, Roger, have a good evening, bye bye. Das heißt, er übergibt an uns und wir übergeben an ihn. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt Flieger hier quasi spawnen, beziehungsweise sich halt einloggen, dann kommen die als erstes bei uns her. Also hier oben sieht man jetzt am diesem kleinen Nadelöhr hier den einen, der jetzt hier auf das Vorfeld kommt. Den haben wir gerade geschickt bekommen und ich schicke ihm jetzt einen im Tower. Lufthansa 8X3 Romeo Contact, now München Tower 118, Decimal 705. Tower 118, das muss 705, Lufthansa 8X3 Romeo, schönen Abend, ciao. Danke ihm so, ciao. So, der meldet sich jetzt da drüben und dann können die quasi sich abklatschen an der kleinen Kreuzung. Das sind die Entries. Und genau, also das ist so der Übergabepunkt. Und das gibt es quasi über das ganze Vorfeld verteilt immer wieder. Und entsprechend ist das unser Zustand. Contour 4, Roger, Pushback geprüft, facing south, Orange Line, and Echo 1. Push geprüft, facing south, Orange Line, Contour 4. Normalerweise ist die Arbeitsposition, die ich jetzt hier habe, in drei Arbeitsbereiche unterteilt. Aber dadurch, dass ich jetzt quasi alleine bin, übernehme ich das alles. Und im Moment ist es auch so noch relativ gut handhabbar. Tatsächlich mache ich aber sogar mehr als das. Eigentlich haben wir noch einen sogenannten Delivery. Was macht der? Wenn sich jetzt ein neuer Flieger einloggt oder in echt gesehen ein Flugzeug steht am Vorfeld und will jetzt irgendwann gleich losfliegen, dann brauchen die eine Anlassfreigabe. Das hat Gründe, warum zum Beispiel. Zum Beispiel ist Stau, ja? Simpel erklärt. Dann haben die gewisse Abflugzeiten, an die sie sich im besten Falle, woran sie sich im besten Falle halten. Und das würde dann zum Beispiel diese Delivery, ja, München Delivery, so heißt die Position, dann übernehmen und halt eben Freigaben für die Strecke. Anlassfreigaben, Abflugverfahren. Erste Höhenangaben, ja, wie hoch soll das Flugzeug im ersten Moment halt maximal steigen? So. Und das mache ich jetzt parallel noch mit. Das sieht man hier oben unter anderem an dieser Departure-Liste. Das seht ihr jetzt quasi in der linken unteren Ecke. Bei mir ist das links oben. Und hier sehe ich jetzt zum Beispiel die Lufthansa 96 Charlie, also DLH steht für Lufthansa. 96C ist dann quasi wie das Kennzeichen für diesen speziellen Flug in diesem Sinne. Und da kann ich jetzt gucken, die will dann später die Input to Sierra fliegen. Input to Sierra wäre von der 26 links nicht, also müsste ich speziell freigeben lassen. Ich kann dafür stattdessen von der 26 right die Input to November geben. Das ist jetzt etwas, was man lernen muss, was zu den sogenannten Standard Operating Procedures gehört. Das heißt, das sind einfach die Arbeitsprozeduren, die auf der einen Seite beigebracht werden und eben, ja, das sind halt quasi so, wie so Dienstanweisungen, so hast du das zu machen. Und das ist der Standard, darauf wird sich geeinigt, das ist legal, etc., etc., etc. Swiss 27 Charlie, München Apron, hello, Taxi to Stand 301 Bravo, via Delta 4, Delta 3, Echo 3. Roger Delta C2 stand 301 Bravo via Delta 4, Delta 3 and Echo 3 for Swiss 27 Charlie. Swiss 27 Charlie, Ripple korrekt. So, dann schauen wir mal, wer jetzt als nächstes irgendwie was möchte.
Ja, also wie gesagt, diese Streckenfreigaben, das machen wir halt eben auch. So, dann kriegen die hier jetzt noch einen Transponder-Code und das ist auch in meinem gewissen festen Schema zugeordnet. Da habe ich jetzt gerade auch noch was anderes gesehen, als einer gerade quasi in die Baustelle gerollt hier unten. Die Maschine hier unten ist in die Baustelle hier gerollt, das sieht man rot, ne? Baustelle. China 521, stand 216 on trucks. China 521, Roger, have a good night as well. Bye-bye. Und das ist quasi einfach nur normale Unterhaltung. Bisschen schönen Abend noch wünschen quasi. So, dann sehe ich jetzt hier schon die nächste Arbeit auf uns zurollen. Also wie gesagt, der unten, der wird jetzt auf deine Parkposition hier da reinrollen und dann wird er sich bei uns melden. Und von der anderen Seite von oben kommt auch einer, die Eurowings 88 Juliet. Der wird hier. Konter 24, Roger, Taxi to Entry Sierra 6 via Echo 1, Orange Line and Charlie 5. Taxi Entry Sierra 6 via Echo 1, Orange Line and Charlie 5, Condor 24. Jetzt die Maschine hat sich jetzt die Rollfreigabe geholt und der rollt jetzt los. So, jetzt schauen wir hier wieder. Trifft er es? Naja, geht so. Eigentlich sollte er aber eine weiter rechts, also diese Linie hier abrollen. Er ist jetzt hier. Naja, ist okay. Passt schon. Und jetzt schauen wir, dass er hier rechts abbiegt, bitte. Das wäre ganz lieb. Sonst haben wir dieselbe Situation schon wieder so wie vorher. Genau, also wie gesagt, das mit Delivery, das machen wir eben auch, also die Anlassfreigabe. Dann melden sich, dann wird sich zum Beispiel halt gemeldet, wenn die Leute bereit sind Mein für den. General, guten Abend, mein Vater, Falcon Julia, ist Sierra, Entry Sierra 7. Lufthansa 4, Echo Juliet, München, Apron, hello. Taxi to stand 311 via Delta 4, Delta 2. Correction, Delta 4, Delta 3 and Echo 3. Ja, stand 3 bei Delta 4, Delta 3, Echo 3. Das haben wir vorher gesehen. Condor 24, Contact München Tower on 120, das ist 505. Und das ist auch 505, kann man zuvor schon anschauen. Schönen Abend, Lufthansa 96 Charlie, Airbus A320, Terminal 2, Gate 220, Bravo, Request IFR to Dortmund, with Go. Lufthansa 96, Charlie, München, Apron, hello. Just for information, stand 221 is occupied with a heavy aircraft. Are you willing to continue? Hey, from 96 Charlie. Lufthansa 96, Charlie, Roger. Information Golf is current. Startup is approved. Cleared destination Dortmund Aerodrom. Input to November departure. Flight plan route. Climb via SID, Flight Level 70, Squawk 2306. Lufthansa 96 Charlie, cleared to Dortmund. Startup is approved via the input to November departure. Flight plan route, climb via SID, Flight Level 70 and Squawk 2306. Lufthansa 96 Charlie, Ripple correct. When ready, contact again for pushback. We'll call Lufthansa 96 Charlie. Das muss man jetzt nicht unbedingt sagen. Jetzt kommt der München nächste. Apron, hallo, Junge, ich bin der Juliet Nummer 1. Übrigens, 88 Juliet, München Apron, hello, Taxi, Stand 117, Bravo, via Whiskey 1, Charlie 4, Echo 1. 117, Bravo, bei Whiskey 1, Charlie 4, Echo 1, Junge, ich bin der Juliet. So, genau, der kam hier oben. Zack, 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 zack. So, also gut. Jetzt ist der erstmal abgefrühstückt. Lufthansa 96 Charlie. Ja, passt.
So, da kommt der nächste. Lufthansa 177. Schauen wir mal, wo will der seine Parkposition? Hier unten. 210 Alpha. 210, der ist hier in der Mitte quasi. Ja, und interessant wird es halt dann eben jetzt hier vielleicht gleich, wenn jetzt hier die zum Beispiel relativ gleichzeitig sich melden, dann muss jetzt so ein bisschen, ja, ich sag mal Tetris oder Schach gespielt werden an der Stelle. Ja, also dann muss man eben schauen, wer will wohin, wer ist wie groß, darf ich den an dem anderen vorbeischicken und so weiter und so fort. Wie gesagt, und das sehe ich eben anhand den Flugplänen, die oben sind. Ja, das ist quasi, hier steht dann auch eine Route. Ne, hier, das sind die Wege. Ja, so ein Swiss 27 Charlie, safety at stand 301 Bravo, thank you for the safe service and have a good evening, bye bye. Swiss 27 Charlie, Roger, have a nice day as well, bye bye. For Echo Juliet, Roger, YouTuber, bye. So, die sagen jetzt alle noch Servus quasi. Das sind die Maschinen, die jetzt hier gelandet sind, geparkt haben, abgestellt haben. Die sagen jetzt quasi halt Servus und bye bye. Schau mal ganz kurz, was ist die beste Perspektive für euch? Ja, im Moment würde ich sagen so. Das ist ganz gut. Also ich muss mir so ein bisschen noch rumfummeln, ja. Aber das finde ich schon ganz gut. So mit ein bisschen Spectator-Perspektive quasi. So ist das, muss man sich das vorstellen. Kann ich euch da so ein bisschen auch was zeigen? Dann ist es nicht, ich sag mal, ganz so eintönig, ist jetzt übertrieben. Ich muss jetzt gerade nochmal nachschlagen, was das für eine große Maschine ist. Das ist ein Airbus A350-900. Der hat 64 Meter Spannweite. Und da muss ich jetzt ein bisschen dann halt aufpassen nachher, weil das Problem ist, ihr seht das ja schon so ein bisschen auf dem linken Monitor, aber auch auf dem Radar, die sind ziemlich nah am Kuscheln. Das würde man in echt eigentlich nicht so machen. Weil, ja, also entweder passt es unten durch, aber das ist eigentlich eher weniger der Fall. Und deswegen würde man das eigentlich nicht machen, aber wir sind das halt im Simulator und deswegen habe ich gefragt, ja, willst du das trotzdem durchziehen? Ja, alles klar, gut, dann machen wir das. Ne? So, jetzt schauen wir mal 2 und 0 Alpha. Ah, okay, da ist das Internet wieder weg. Ich hatte gerade eben schon einen Internet-Crash. Ja, dann. And contact you and establish an ILS. KLM 202. Ja, Simon, jetzt bin ich wieder da. Sorry, TeamSpeaker hat gerade gesprochen. 177, stand 210 Alpha via Whiskey 2. Alles klar. That's it. Perfekt, danke fürs Einspringen. Ich weiß auch nicht, heute ist irgendwas mit meinem Router los. Ja, alles gut. Ich bin wieder runter. Okay, bis dann. Achso. Channel switched.
So, der biegt jetzt hier ab. Und er ruft mich jetzt gleich. München Apron, hallo, German Wings 6 Lima on November 1. German Wings 6 Lima, München Apron, hello. Continue straight ahead on Whiskey 1 to stand 187. 187 via Whiskey 1, German Wings 6 Lima. Dann ist er auch wieder weg. Der biegt jetzt in Kürze ab. Ich glaube sogar fast ungefähr. Na, mal sehen, ob er neben die eine Maschine da, weil das ist nicht ganz synchron. Nicht ganz synchronisiert. Die Maschinen, die hier teilweise stehen, das sind quasi Zierdeobjekte. Und das kann beim Piloten schon wieder anders aussehen. Das ist ein bisschen bunt durchgewürfelt. Das ist leider ein bisschen blöd, aber kann ich nicht ändern. Am Ende des Tages. Ja, ist das nur so ein Zusatzfeature? Na, seht ihr, das ist sogar tatsächlich der Platz frei. Der biegt da jetzt gleich ab. Jetzt geht's rechts. Oh, genau jetzt, das verdeckt man. Nee. Ah, Sekunde mal eben. Muss mal kurz an die Tür. Channel switch. Simon, kannst du mal ganz kurz übernehmen? Ich muss kurz an die Tür. Mach ich. Danke dir. Kein Change. Alles klar. The 906 Charlie Terminal 2, Gate 220 Bravo, request pushback. The 906 Charlie pushback approved, facing north. Pushback approved, facing north, the 906 Charlie. The 905 Mike, monitor 121710. Monitor 121710, the 905 Mike, tschüss. KLM 2002 on frequency. German Wings 6 Lima on block, vielen Dank für einen sehr schönen Abend hier. German Wings 6 Lima, thanks for flying, bye. Lufthansa 905, Mike, continue to stand 215 Alpha via Whiskey, correction, via Center 2. Stand 215 Alpha via Center 2, Lufthansa 905, Mike. Ah, jetzt bin ich wieder da. Okay, 906 Charlie at pushback facing north und Lufthansa 905, Mike, stand 215 Alpha via Center 2. Okay, hast du beide gegeben, ja? Was habe ich gegeben? Hast du beide erledigt? Genau. Perfekt, danke. Dann wieder runter. Jo, danke. Channel switched.
So, okay. Ja. Also, hat er der Nachbar kurz geklingelt an der Türe. Jetzt bin ich aber wieder da. Also heute ist echt ein bisschen Trubel. Trubel. Also Internetausfälle. Der Nachbar klingelt an der Türe. Ja. Alles Mögliche. Und ich bin ausgestattet mit Coca-Cola Erdbeergeschmack aus Japan. Das ist eine interessante Kombination. Auf jeden Fall. So, also, ich fasse nochmal zusammen. Wie gesagt, es fängt alles an vom Boden aus mit Delivery, also der sogenannten Anlassfreigabe bzw. Streckenfreigabe. Die Position übernehme ich jetzt. Das ist eigentlich eine dedizierte Arbeitsposition. Sich dann die Flugpläne anzugucken, alles zu überprüfen, ob das alles passt und so weiter und so fort. Und halt, wie gesagt, die Anlassfreigaben eben schauen, dass nirgendwo ein Stau entsteht, sondern halt alles koordiniert nach und nach, peu à peu, die Leute anlassen zu lassen. Und das mache ich jetzt im Moment noch mit, weil es halt wirklich wenig los ist. Also jetzt ist heute wirklich schon fast schon zum Einschlafen, aber ich glaube, das gibt wirklich mal eine ganz gute Chance, mal alles zu sehen. Von Anlassfreigabe über meine Rollfreigabe bis hin zur Übergabe an den Tower dann, der dann wiederum, sobald das Flugzeug an der Startbahn angekommen ist, und die Startbahn frei ist und nicht gerade irgendeiner schon im Anflug ist, dann die Startfreigabe erteilt. Und damit ist der Flug quasi dann weg, raus aus München jetzt hier in dem Falle. Und wird dann halt übergeben an die nächst zuständige Radarstelle, die besetzt ist. Ne? Und dann übernimmt der nächste und dann geht's wieder quasi fast andersherum. Also dann irgendwann, wenn der Flieger an seinem Zielort tendenziell ankommt, übergibt dann quasi Radar irgendwann das an den Tower dort wieder ab, geben die Landefreigabe, wenn die sagen, ja Mensch, da ist keiner gerade auf der Bahn. Und dann sieht es, sage ich mal, ähnlich aus, dass die Leute am Tower oder an der Rollkontrolle quasi die Flugzeuge dann dahin schicken, wo sie parken sollen. Das ist das ganze Konzept. Und ja, wie gesagt, wir machen jetzt hier quasi so Rollkontrolle, sogenannte Apron, also Vorfeld. Kontrolle oder Vorfeldlotse in München. Und wie gesagt, die Schwierigkeit ist es jetzt hier dabei, eben dieses Schachspielen und Tetris-Spielen von Flugzeugen an diesem kleinen beengten Raum. Da muss man halt sehr viel wissen. Die Flugzeuge dürfen halt nicht so breit sein. Also wir achten darauf in dem Sinne, dass die jetzt nicht irgendwie die Flügel sich quasi abklatschen, ja, an den Enden, in den Tipps. Das wäre schlecht. Und ja. So ist es. Genau, und jetzt sehen wir hier mal ganz kurz. Meine Feature, Lufthansa Nana 6 Charlie Roger, Taxi to Entry November 4 via Whiskey 2 and Delta 2 and Echo 2. Taxi 2 entry November 4 via Whiskey 2, Delta 2 und Echo 2, Lufthansa 96 Charlie. Korrekt. Also ich lasse den jetzt hier, da. Und dann braucht er nur noch geradeaus fahren. Ja, genau. So ist es. So, und diese Alerts, jetzt bin ich hier schon wieder einer in dem Sinne, da kann man jetzt mal gucken, hier hinten. Das ist jetzt für den Tower eigentlich interessant in dem Sinne, dass die sich hier nicht ins Gehege kommen. Ja. Aber das ist nicht unser Bier. Wir kümmern uns jetzt hier nur um den Boden. Soll er gucken, wie er dann quasi die brennenden Wrackteile vom Feld aufsammelt im Zweifelsfall. Nein, also es ist tatsächlich so, dass wenn natürlich, wir sind natürlich alles, ist hier ein Hobbyprojekt. Und das sind alles quasi, machen die Leute das aus der Freizeit heraus. In echt wäre natürlich jede einzelne Position teilweise auch doppelt besetzt und allem drum und dran. Und das ist wirklich dieses, die Arbeitsposition eines Fluglotsen, ne, wie man es halt kennt in dem Sinne.
Und hier ist es halt so, es ist abgespeckt. Wenn jemand nicht da ist, dann entweder, wie zum Beispiel bei mir, ich übernehme jetzt diese Anlassstreckenfreigabe, also sogenannte Delivery-Position, die übernehme ich jetzt noch mit. Ja. Oder wenn halt niemand da ist, dann gibt es quasi so eine einheitliche Frequenz, wo dann quasi die Piloten untereinander, sage ich jetzt mal, sich einfädeln oder halt auch mit Blindsendungen sagen, hey, ich bin da und da, ich fliege jetzt dahin, achtet bitte da drauf. Dann müssen andere Piloten auch hinhören und sagen, oh Mensch, ja, da fliege ich aber auch fast hin. Da könnte es ja knapp werden. Ja, dann sollten die sich untereinander halt eben austauschen und schauen, wer macht jetzt Nummer 1, wer macht Nummer 2. So würde jetzt nämlich sowas eigentlich, wenn sie es gut machen, nicht entstehen. Aber ich glaube, der eine, der hier hat es, glaube ich, schon geschnallt und fliegt halt jetzt nochmal in den Kreis und ordnet sich dann als Nummer 2 dahinter ein. Genau. Das ist sogenannte Unicom, ja. Das ist eine Frequenz. Kommt eigentlich ursprünglich aus den USA, so ein, das Konzept dahinter. Und entsprechend müssen sich die Piloten da so ein bisschen untereinander abstimmen bzw. absprechen. Und ja, weil diese Radarlotsen für Streckenabschnitte, also alles, was nach Start und Landung, also nach Start vor Landung passiert, ist die höchstgewichtetste, wo man die am meisten Erfahrung und man muss hier Zeit verbringen, und so weiter, das ist das Höchste. Lufthansa 96 Charlie, Contact Now München Tower on 118-705. Korrekt, ciao. So, der ist jetzt weg. Sag mal tschüss. Und jetzt gucken wir, wann die nächsten hierher kommen. Ja. Wie gesagt, also die Radarstrecken. Abschnitte, beziehungsweise der wirkliche Streckenradarlotse, der Streckenführung übernimmt, das ist halt die höchste Position. Da muss man am längsten mit dabei sein, da muss man wird man am intensivsten, sage ich mal, geprüft. Und ja, das ist deswegen auch so komplex und deswegen gibt es das auch nicht unbedingt immer, sondern gibt es auch gewisse Event-Tage, wo dann eben speziell für diesen Airport gewisse Streckenabschnitte zum Beispiel besetzt werden, wo dann quasi, ja, das alles ein bisschen versucht wird zu bündeln und gesagt wird, okay, da treffen sie sich und da wird dann halt versucht, möglichst realistisch die ganzen Arbeitspositionen zu besetzen. Also das sind quasi so kleine Events in der Woche. Bei München ist es der Mittwoch, das war gestern. Aber dafür habe ich noch keine Freigabe. Dafür muss ich noch ein bisschen hier Erfahrung sammeln und hier die Tücken an diesem Arbeitsplatz quasi so erlernen, die Erfahrung sammeln. Und weil das ist natürlich top-notch, ne? Also das ist schon ein sehr hohes Niveau, also sowohl von Seiten der Lotsenausbildung, die hier stattfindet virtuell, ist es sehr, sehr hohe Qualität, aber auch der Anspruch der Arbeitsposition ist sehr, sehr hoch. Also es ist mit sehr, sehr vielen Aufgaben gleichzeitig zu rechnen und man muss sehr viel gleichzeitig machen, mitdenken und das am besten 4 Schritte vorwärts, also schon im Voraus. Und deswegen ist das sehr komplex. Komplexe Angelegenheit. Und es macht aber sehr viel Spaß. Also zumindest mir oder beziehungsweise Leuten, die da Bock drauf haben auf solche Sachen. Solche Simulationen, gerade Flugsimulationen. Und hier kann halt quasi jeder in diesem Beruf des Fluglotsen irgendwo reinschnuppern und das selber ein bisschen Erfahrung sammeln. Und ich finde, das hält einen auch richtig fit. Also es gibt keine bessere Multitasking-Aufgabe, Englisch trainieren. Also für mich ist es vor allem ein gutes Training, weil ich mein Englisch verbessere, beziehungsweise mich fit halte. Damit habe ich, also deswegen habe ich damals angefangen, um eben mein Englisch auf einem sehr hohen Niveau zu halten. Und natürlich ist es meine Passion, die ganze Luftfahrt-Thematik. Und deswegen ist das quasi auf den Nagel getroffen. So, der hat jetzt hier seinen Vollkreis geflogen und ordnet sich da jetzt wieder ein. Okay. Also müssen wir nicht irgendwie die Feuerwehr hier rufen. Für irgendwelche abgestürzten Flugzeuge oder sowas. Ja. So viel dazu. So, jetzt kommt hier der nächste. Lufthansa 9er Tango. München Apron, Servus, Lufthansa 9er Tango, Entry November 3. Lufthansa 9er Tango, München Apron, Servus. Taxi to stand 246 via Delta One
Echo 2. Taxi to stand 246 via Delta 1 and Echo 2, Lufthansa 9 at Tango. Korrekt. So. Deswegen kann ich mir jetzt auch mal sowas erlauben wie dieses Correct. Also da gibt es auch so verschiedene Meinungen, man soll sich so kurz wie möglich halten. Weil am Ende des Tages, wenn wirklich viel los ist, und das merkst du auch, dann redest du dir den Mund fusselig. Also es gab wirklich schon Tage, wo ich hier saß, eine Stunde oder zwei Stunden irgendwie gelotst habe. Und ich habe wirklich ohne Punkt und ohne Komma habe ich hier gefunkt. Es ist unglaublich gewesen. Und das sind natürlich schon sehr, sehr coole Tage und sehr, sehr geile Zeiten. Hat man nicht immer. Ich hatte es aber bei meinen Einweisungen, ja, weil das ist auch für mich viel Neuland in dem Sinne dabei, was ich auch viel lernen muss. Das ist kein Vergleich zu dem, was ich im echten Leben mache. Und deswegen ist es für mich auch quasi wie eine zweite Ausbildung. Und das ist eine coole Sache. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Man lernt sehr viel dazu. Und genau an diesen Ausbildungstagen, wo ich eingewiesen wurde in diese Arbeitsposition und das lernen musste, hat er gesagt, Junge, 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 ist das hier am Absaufen. Also im Sinne von, es war super viel los. Super, super viel los. Hat er nicht mit gerechnet. Der Mentor, so heißen die Ausbilder da in der Plattform. Ja. War auf jeden Fall eine coole Erfahrung. So, dann schauen wir jetzt mal dem mal zu, ob der seine Parkposition ordentlich trifft. Ja, sieht gut aus, ne? So, da hinten düst schon der nächste wieder an. So, ab und zu dieses Geräusch, was man jetzt gerade gehört hat, das ist jetzt zum Beispiel ein Textflieger. So, da hat einer reingeschrieben. Und dasselbe, was wir jetzt quasi mündlich machen, muss ich jetzt schriftlich machen. Infogolf, korrekt. Startup approved. Clear Destination. Aerodrom. Give me 1 November. Departure. Flight plan. Route. Climb via SIT. Flight level 70. Squawk. 2-3-2-2. Das seht ihr jetzt nicht, aber das ist halt, wie gesagt, das Textfeld. Aber ich kann es mal kurz mal zeigen. Oder? Kann ich das? Warte mal. Moment. Nee. Ups. Okay, egal. Das ist egal, ich kann es euch nicht zeigen. Lalalalalala. Nee, kann ich euch nicht zeigen. Leider. Naja, ihr werdet es überleben. Ihr werdet es mir glauben, dass einer einfach nur reingeschrieben hat. Hallo. So. Ne. Dahin und dies und das und jenes. So. Genau, Clear Echo 5, give me 1 number, then climb by SIT to flight level 70, squawk to 3, correct. Genau. Wir werden mal sehen, was als nächstes kommt. So, also, dann sehen wir jetzt, der will dahin und der andere da lang. Okay. Ja, der braucht noch, weil jetzt haben wir hier eine Situation zum Beispiel, der von unten links kommt, will dahin, wo meine Maus ist, und der will da drunter. Also die würden sich theoretisch gesehen entgegenkommen, aber der hier oben hat viel weniger Strecke hier zurückzulegen. Das heißt, den kann ich eigentlich, wenn jetzt alles glatt und gut läuft, kann ich den direkt zu seiner Parking Position clearen, ohne dass die sich dann gleich in die Wege kommen sollten. Also im besten Falle. Aber gucken. Man hat ja auch schon Pferde kotzen sehen vor der Apotheke oder so. Irgendwie sollte so das Sprichwort sein. Hey, von schönen guten Abend, Lufthansa 2 Charlie X-Ray, Entry November 3. Lufthansa 2 Charlie X-Ray, München Apron, hello, Taxi to Stand 311 via Delta 1, Delta 6, Echo 3 Orange Line. Lufthansa 2 Charlie X-Ray, Taxi to Stand 311 via Delta 1, Delta 6, Echo 6 Orange Line. Lufthansa 2 Charlie X-Ray, korrekt. Ja, streng genommen muss ich eigentlich hier noch Echo 2 sagen.
ist auch wieder ein bisschen Feedback. Also das ist auch etwas, wo ich jetzt ein bisschen noch reinwachsen muss. So. Also hier, da rollt er Delta One, so. Und hier rollt er jetzt ja gerade dieses Stück. Da muss ich sagen, da rollt er Echo 2. Ja? Sage ich ihm jetzt aber nicht in dem Sinne, weil das würde, glaube ich, nur für mehr Verwirrung sorgen. Ich weiß es selber. Ich klopp mir einen zieh mir an den Ohren oder sowas. Und ja. Mach's das nächste Mal besser. Hier unten bei dem hier. Lufthansa 51 Juliet. Der wird sich dann jetzt auch gleich mehr melden. Muss aber auch dazu sagen, das ist auch ein bisschen Wirrwarr hier. Hier sind die Linien. Da muss man sich ein bisschen zurechtfinden, wo man da entlang düst. Aber so sieht schon ganz gut aus, was der da macht. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit hier das Fenster mal eingeblendet. Das seht ihr unten links in der Ecke. Da ist jetzt das Meta. Hier ist ganz wichtig, entscheidend der erste Buchstabe, das G. Ich glaube, das kann man bei euch wenig lesen oder kaum. Ich weiß es nicht genau. Ich werde mal gucken, wie sich das dann, wie das Feedback ist zu dem Video oder zu dem Content. Aha, jetzt ist es nicht mehr G, jetzt ist es H, Buchstabe H wie Hotel. Ja, Information Hotel, das sind die aktuellsten Wetterdaten. Die stehen dann hier in dieser Zeile, stehen die in ausgeschrieben und der Pilot hört das Ganze. Das können wir uns gleich auch nochmal anhören, dass ihr das mal, ja, mal gehört habt, wie das Ganze aussieht. Ja, wie das Ganze aussieht? Ja, ja gut. Also, ihr hört das. Sehen tut ihr wenig dran. Aber hören ist ja schon mal etwas. So, jetzt haben wir das Nadelöhr quasi da rechts auch drauf. Das sieht man hier jetzt auf dem Radarbildschirm ganz gut. Er dreht jetzt hier rechts in diese Kurve ein. Und hier führen alle Wege nach Rom. Hier ist quasi eine so eine, ich glaube, ich meine, es ist eine Autobahnbrücke. Nee, das ist keine Autobahnbrücke. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Hier ist dieses Gebäude, dieses eine. Das ist recht nah und deswegen kann man hier nicht, hat man nicht drei Linien. Bei den drei Linien heißt es nämlich, es können zwei zum Beispiel, eine auf Orange, eine auf Blau rollen. Und das geht jetzt halt hier in dem Fall nicht. Aber Nebron, hello, Lufthansa 51 Juliet, entry 07, request taxi to the gate. Lufthansa 51 Juliet, München Apron, hello, taxi to stand 302, bravo, via Delta 4, Echo 2, Delta 3, Echo 3. Ratter. So, ich sehe gerne Lufthansa 51 Juliet. Lufthansa 51 Juliet, no problem. Taxi to stand 302 Bravo via Delta 4, Delta 3, Echo 3. Taxi to stand 302 Bravo via Delta 4, Delta 3, Echo 3, Lufthansa 51 Juliet. Lufthansa 51 Juliet, repeat correct. Server Group assigned. So. Ah, unser Teamspeak lebt auch mal wieder. Genau. Im Teamspeak muss man auch ab und zu sein und kriegt da so quasi Rollen verteilt, dass man eben sieht, ey, der lotst das, der lotst das, der lotst das. Teamspeak dient eigentlich auch nur der ganzen Thematik Absprache und, wie soll ich sagen, Koordination. Ja? Weil es gibt oft den Fall, dass miteinander gesprochen werden muss. Und das ist tatsächlich sehr viel der Fall, ja. Heute jetzt ein bisschen weniger tatsächlich. Oh, mal gucken wir, was da jetzt hier los ist. Ob der eine jetzt hier hält oder der andere hält. Wir werden sehen. Na, knallt's da. Wollen wir mal gucken. Ja, der eine hält da oben. Jetzt sehen wir's. Lufthansa 2 Charlie X-Ray on Block. Danke für den Service. Schönen Abend. Lufthansa 2 Charlie X-Ray. Ja, danke fürs Fliegen. Schönen Abend. Ciao.
Das sieht doch schon wieder nicht gut aus. Connection lost. No, schon wieder kein Internet. Schripp. Ich habe Lufthansa 8 Lima Lima, Standby, monitor deine Frequenz. Und oben die beiden Flieger bei November 1 sind auf deiner Frequenz. Mit der Alpha 320 November musst du aufpassen, was du machst, weil der ist größter VP ever. Ansonsten okay. Info, immer noch Info Hotel. Okay. Dann bin ich runter. Jo, danke. Channel switched. Last station calling for München Apron, say again please. Server group assigned. Last station calling, I suppose it's Lufthansa 38 Echo. Your quality is at the moment at about 2 out of 5. Please check. Lufthansa 8 Lima Lima, November 3. Lufthansa 8 Lima Lima, hello again. Taxi to stand 302 Bravo via Delta 1, Echo 2, Delta 6, Echo 3. Unish Ground, Lufthansa 6464, request taxi to the gate. Stand 302 Bravo via November 8, Delta 6, Echo 3, Lufthansa 8 Lima Lima. Lufthansa 8 Lima Lima, so far is correct. So, schauen wir nochmal, was hat. Guten Abend, hier Wings 5733, Entry November 1. Eurowings 5733, München Apron, hello. Stand by, I'll call you back shortly. München Apron, Lufthansa 51 Juliet on block 302 Bravo. Lufthansa 51 Juliet, Roger, thank you. Have a nice day. Okay, tschüss. Lufthansa 6464, München Apron, Taxi to Stand 301 Alpha via Delta 4, Echo 2, Delta 6, Echo 3. Munich Ground, can you repeat please? Lufthansa 6464, of course, no problem. Taxi to Stand 301 Alpha via Delta 4, Echo 2, Delta 6, Echo 3. Stand 301 Alpha by Delta 4, Echo 2, Delta 6, Echo 3. Lufthansa 6464. Lufthansa 38 Echo, taxi to stand 213 Bravo via Whiskey 2. 213 Bravo, Whiskey 2, Lufthansa 38 Echo. Eurowings 5733 München Apron. Eurowings 5733 fit. Will you fit on the right, right side of the Airbus A320 in front of you? Eurowings 5733 Alpha, if I take the blue. Eurowings 5733 Roger. Taxi to stand 117 Bravo via Whiskey 1 Blue Line, Charlie 4, Echo 1. Eurowings 5733, taxi stand 117 Bravo via Whiskey 1 Blue Line, Charlie 4 and Echo 1. Lufthansa 8 Lima Lima, can we also taxi stand 302? Lufthansa 8 Lima Lima, that's approved. I already saw that you are past your stand. So 312 is approved.
Yeah, we planned for 3-2, but 2-1-2 was approved of the UNIMO. Alpha 320 November, I'm standing at November 1 and at holding position. Alpha 320 November, München Apron, hello, Roger. Stand by shortly, 1 second, and expect stand 186. 186. And now Alpha 320 November, you can now taxi on Whiskey 1, straight ahead until stand 186 on your right side. Alpha 320 November, taxi via Whiskey 1 to stand 186. Korrekt. So, also das musste man hier ein bisschen mal lösen, der ist ein bisschen, der ist wahrscheinlich neu. Ist ein bisschen verwirrt. Und deswegen habe ich das auch sehr langsam und sehr strukturiert gemacht. So, jetzt hier unten, der hier pusht aber ein bisschen in die falsche Richtung. Der muss quasi so rumdrehen, dass die Nase nach oben ist. Und diese Eurowings-Maschine hier, den habe ich jetzt an ihm quasi vorbeigeschickt. Ist der Plan. Lufthansa 6464, for your information, you actually had to make a right-hand turn on your last intersection. I will re-clear you, okay? Sorry, Lufthansa 6464, I am in A2, is correct? You are on Echo 2, that's correct, but you were supposed to make a right-hand turn onto Delta 3. Do you have it inside? Macht eigentlich jetzt gar keinen Unterschied, weil am Ende des Tages. Lufthansa 6464, I have to turn right to D6, correct? Lufthansa 6464, correct. Now, next turn, right on Delta 6, and then Echo 3. D6, Echo 3, Lufthansa 6464, thank you. No problem. Was ist jetzt mit ihm hier? Er steht jetzt hier mit Nase völlig lost. Warte, das müssen wir uns nochmal reinziehen hier. Was ist hier los? Was ist jetzt hier los an diesem Nadelöhr? Also der eine, der dreht da irgendwelche Kreise noch und sucht seine Parkposition. Moment. So glaube ich, ist ganz gut. So. Genau. Also die Maschine ist richtig. Der hat sich da an allem dran herum gefädelt. Hier ist einer, wie gesagt, der etwas neuer ist. Kein Problem. Und der hier sollte eigentlich mit der Nase nach dahin zeigen, ist aber nach dahin. Also er müsste ja eigentlich jetzt nochmal 90 Grad nach links drehen. Wir werden sehen, was er macht. So, der nächste ist auch falsch abgebogen. Also vorhin, ne? Die eine Maschine hätte hier abbiegen sollen, ist aber geradeaus weitergerollt. Und entsprechend rollt er jetzt da lang. Ich weiß nicht, weil in dem Moment habe ich mich ja neu eingeloggt wegen dem Internetausfall. Und es klang aber richtig. Also ich glaube, er hat einfach die Abbiegung verpennt. Und Delta 3 mit Delta 6 vertauscht. So, jetzt steht der hier richtig. So, und jetzt muss ich hier oben mal gucken. Jetzt kommen wieder neue Flieger, die sich gerade einloggen. Da werden wir jetzt mal gucken. Die werden wir jetzt dann gleich mal abfrühstücken. Also, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Input to November Departure. Das sieht gut aus. Input to November ist in Ordnung. Die ist approved. Die ist approved. Die ist approved. Der ist auch approved. Und give me one November. Genau. November steht, glaube ich, für Norden in dem Zusammenhang. So, schauen wir mal den Flugplan an. Ja, das sieht ganz gut aus. Der Flugplan sieht auch gut aus. Der Flugplan sieht auch gut aus. Der Flugplan sieht auch okay aus. Gut. Munich Ground, Lufthansa 6464, we are at the stand 301 Alpha. Thank you very much, have a good night. Lufthansa 6464, Roger, you too, bye bye. So.
Okay. So, der möchte jetzt Taxi. Taxi to entry, November 2. Via Charlie 3. Whiskey 1. Jetzt auch noch, ja, Charlie One, ja, das habe ich jetzt nicht ganz angegeben. Whiskey One, so, und dann Charlie Tree, Whiskey One, ja. So, okay. Der setzt sich jetzt also auch in Bewegung da hinten. Okay, naja, das seht ihr gar nicht, das Fenster, wenn es aufgeht. Naja, okay, dann brauche ich auch nicht weiter drüber reden. So, ja, also jetzt habt ihr mal ein bisschen was gesehen, auf jeden Fall schon mal. Ne, also mit den Erklärungen, ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen klarer geworden, so, was ist hier zu tun, wo geht's wie lang. Das wird wahrscheinlich eh nochmal ein paar Mal öfters sein. Also, dass man das ab und zu mal öfters erklärt. Hallo. Hi. Du, kurze Frage. Würdest du noch länger in Apron machen? Oder wie schaut es bei dir aus? Nee, ich habe nur bis 1945 lokal habe ich gebucht. Also, und dann wäre ich eigentlich auch schon raus. Okay, perfekt. Dann warte ich mal so zwischen noch. Warte mal, gibt's das? Ich mach kurz eine Clearance. Jo. Easy 125 München Apron. Good evening. Hello. Information Hotel ist korrekt. Startup ist approved, cleared Destination Helsinki Aerodrom, Input to November Departure, Flight Plan Route, Climb via SID Flight Level 70, Squawk 2307. Departure Input to November, Flight Level 70, Squawk 2307, D-Mod 5. And Easy 125 confirm, Climb via SID Flight Level 70 and Flight Plan Route, please. Flight Level 70, Easy 125. And climb via SID, Flight Level 70. SID 70, Easy 125. Ja, jetzt nochmal. Also du, sag mal nochmal, was ist dein Plan jetzt genau? Du willst dann gleich 45 dann mich ablösen, oder was? Ja, genau, würde ich da machen. Außer wenn du sagst, du willst unbedingt nur länger, dann würde ich jetzt in Delivery noch hängen. Nee. Lohnt sich auch gar nicht. Es ist wirklich nicht viel los. Ja, einfach ab 45 kannst du gerne übernehmen. Das passt dann, denke ich. Okay, perfekt. Dann gehe ich wieder runter zu den anderen. Ja, genau. Servus. Servus. User left your channel. So, jetzt loggen sich noch mal ein paar ein. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Ihr seht das an dieser, in der Liste hier, hier oben, da. Das sind die, die sich jetzt quasi halt noch einloggen, weil hier, die haben noch keine, keine Clearance. Das ist hier dieses Viereck quasi oder das ausgefüllte C. Ja, dieses Feldchen für Clearance. Das ist eben noch nicht gesetzt worden von mir, weil die sich eben noch nicht gemeldet hatten.
Mal gucken. Wenn die jetzt alle gleichzeitig sich jetzt noch in den nächsten 20 Minuten fertig machen, wie ihr hier sie seht, dann könnte es nochmal spannend werden. Ansonsten bleibt es so ein ruhiger, eine ruhige, gediegene Schicht, wie wir es jetzt bisher hatten, bis auf die blöden Internetausfälle. Und das Kuddelmuddel, was daraus resultiert ist. Ich meine, das hat der Kollege hier vom Tower, der hat das schon immer alles mitgekriegt, wenn ich auf einmal Internet weg hatte. Und hat dann gut übernommen und das gut gehandelt. Weil er halt auch Zeit hat in dem Sinne. Ne? Er hat auch die Möglichkeit. Er sieht es ja auch genau dasselbe wie ich, sieht ja. Und noch einmal eine Perspektive anders, wo das alles ausgeblendet ist und quasi minimalistisch ist, weil es ja eigentlich nichts mit. Mit April, schönen guten Abend, Lufthansa 9 X-Ray Tango. Information Hotel, Request Alpha After uns zu Hamburg. Lufthansa 9 X-Ray Tango, München Apron, hello. Information Hotel is current, Startup is approved, cleared Destination Hamburg Aerodrom, Input 2 November, Departure, Flight Plan Route, Climb via SIT, Flight Level 70, Squawk 1000. Lufthansa 9 X-Ray Tango, cleared Hamburg, Input 2 November, Departure. Initial Climb Flight Level 70, Squawk 1000. Lufthansa 9 X-Ray Tango, Readback korrekt. Lufthansa 9 X-Ray Tango, any chance for 26 left? Lufthansa 9 X-Ray Tango, standby, I will need to coordinate. Channel switch. Thank you. Tower Apron? Go. Lufthansa 9 X-Ray Tango, input to Sierra? Release. Danke. Channel switched. Lufthansa 9 X-Ray Tango, you are re-cleared via input to Sierra out of runway 26 left. Lufthansa 9 X-Ray Tango, thank you so much. Re-cleared Hamburg input to Sierra departure, initial climb still flight level 70 out of runway 26 left. Korrekt. So. Warum ist das so? Warum muss das so gemacht werden? Ich erkläre das mal ganz einfach. Diese Bahn ist so strukturiert, dass hier gleichzeitig ein Flugzeug rausstarten kann und hier ein Flugzeug rausstarten kann. Und der hier wird zwangsläufig durch diese Abflugrouten nach da drehen und der hier nach da. Und nicht, dass der jetzt den hier macht und der hier, dass die sich hier treffen quasi. Das ist dieses ganze Konstrukt. Warum, wieso, warum auch immer. Es ist so. Ja? So ist diese Strukturierung. Ich sage hier mal aufgestellt. Oh, warte mal, Sekunde, ich sehe jetzt hier gerade, da ist ein Fehler, da muss ich mal was ändern. So, da hat er nämlich gerade hier der Ankommende, der hat nämlich seinen Flugplan falsch rumgestaltet. Der hat gesagt, er startet bei uns und landet in, ich glaube, in Helgoland oder irgendwo. Habe ich nicht Helgoland, was ist denn HEGN? Ach, keine Ahnung. Irgendwo auf jeden Fall, sagen wir mal Madagaskar, ja? So, und er ist quasi jetzt angezeigt worden, wie er startet bei uns und landet dort. Aber er ist tatsächlich dort gestartet und jetzt bei uns gelandet. Ja, ist ein Fehler vom Piloten in dem Sinne, der hat das halt falsch rum eingetragen. Das eine in das andere fällt. Hätte man halt tauschen müssen. Ist kein Drama, aber ist halt so. Ne? Deswegen habe ich das jetzt kurz umgeändert und deswegen ist die TUI 30 Echo hier unten jetzt gelb statt blau. Blau sind Abflüge, gelb sind Anflüge. Das ist ja in dem Fall halt gelandet, ne? Und deswegen stand hier auch gerade so ein Pipapo wegen No-Take-Off-Clearance. Da denkt das System mit. Das System sagt sich, okay, ihr habt diese Start hier, ne? Sowas hier. April, guten Abend. 330 Echo ist on Sierra. Twitter 30 Echo, München Apron, hallo. Are you still, did Tower already send you to me? Affirmative. 30 Echo, Roger. Taxi to stand 113 Alpha via Entry Sierra 6, Charlie 5, Echo 1. 113 Alpha via Sierra 6, Charlie 5, Echo 1, Twitter 30 Echo. Ah, der hat dann aber sehr früh geschickt. Also der hat dann hier quasi schon zu mir geschickt. Ja, ist relativ früh, aber passt. G
geht halt nur darum, die werden eigentlich erst dann geschickt, in dem Sinne, wenn halt nichts mehr schief gehen kann. Ja? Also quasi eigentlich, wenn der hier abdreht, dann kriege ich den geschickt. Und im besten Fall ist das Ziel so, den Verkehr zu schicken, dass er nie stehen bleiben muss. Dass alles immer rollt. Weil das ist das Effektivste natürlich auch. User joined your channel. Apron Tor. Go. Ich bin kurz 2 Minuten aus Euroscope komplett raus, weil ich kurz NavData updaten muss. Okay. Ja. Bin aber gleich wieder. Ich gebe dir einen Bescheid. Ja, ist alles gerade frei vom Final. User left your channel. And Twitch 30 Echo, on Echo 1, please take blue line for now. Alright, Charlie 5, then Echo 1 blue line, Twitch 30 Echo. Korrekt. Das mache ich jetzt nur mal sicherheitshalber, weil die Easy 125, der war vorhin, hat er so ein bisschen, ja, wie ein bisschen Zeitdruck mehr oder weniger hatte der mir signalisiert. Mal gucken, nicht, dass der jetzt gleich reinruft und dann hier direkt hier losstarten will. Sage ich jetzt dem, okay, der soll die blaue Linie hier nehmen, weil blaue Linie kann, das sieht man so hier genau, da passen Flugzeuge 2 nebeneinander. Einmal blau, einmal orange. Also wenn der hier blaue Linie jetzt rollt und da oben will der parken, dann könnte der hier trotzdem hier raus quasi. Also so rausgepusht werden, rausgefahren werden und dann geht er hier weiter. Ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Seht ihr, ist jetzt gar nichts passiert. War jetzt viel, viel Wirbelwind um gar nichts in dem Sinne. Macht also jetzt. Lufthansa 9X-Ray Tango, Request Push on Start. Lufthansa 9X-Ray Tango, Startup ist already approved and Pushback approved. Also facing south. Genau. Der hier. Startup and Pushback approved, facing south. Lufthansa 9X-Ray Tango, confirm Echo 2. 9X-Ray Tango, Echo 2, korrekt. Roger, Echo 2, Lufthansa, dann X-Ray Tango. Er ist aber sehr umsichtig. Der fragt nochmal nach, ja, ne, wenn er sich unsicher ist. Also, er ist halt sich unsicher gewesen, wahrscheinlich. Soll er da jetzt auf Echo 2 oder wo soll er hin? Und ja, Echo 2 ist komplett fein. Er könnte auch hier quasi hin, weil da ist ja keiner im Moment. Aber so auf Echo 2 ist kein Problem. Das heißt, er rangiert sich da jetzt raus. Das sehen wir jetzt hier auch schön. Ich bleib da mal drauf. Ich kann ein bisschen näher noch gehen. Diese hier, die das Licht anhat, der geht jetzt hier so, wird er rausgerollt und dann kann er hier weiterrollen. So, jetzt haben wir noch ein paar, die sich eingeloggt haben. Die machen wir jetzt noch als Endspurt. Ich mache jetzt noch 15 Minuten, dann mache ich quasi Übergabe. Falls ich da noch was ziehen sollte, habe ich nämlich ein bisschen Puffer. Und wisst ihr, was ich dann mache? Dann bereite ich schön das Abendessen vor. Dann geht es nämlich für mich in die Küche. Dann schnippel ich schön ein bisschen Gemüse. Na, dann machen wir schön was Gesundes zu essen. Immer, bei uns gibt es heute Abend schönen Wraps. Ja, also hier quasi, wie sagt man das am besten jetzt auf Deutsch? Also Wraps ist so der Begriff, den ich normalerweise verwende. Und das ist, glaube ich, irgendwie, das sagt man Teigtaschen oder so. Ich weiß nicht, ob vielleicht Wraps auch schon der wirklich finale deutsche Begriff ist. Boah, jetzt stelle ich mich aber ganz schön an, du. Oh Mann. Ja, also auf jeden Fall lecker Raps. So, hier habe ich jetzt euch mal das ganz kurz gezeigt, selbstverständlich absichtlich. Wenn ich jetzt nichts, also wenn hier war nur Startup und sobald er sich jetzt bewegt, das muss hier quasi angegeben werden von mir hier, er hat die Pushback-Freigabe, deswegen darf er jetzt hier anfangen, sich zu bewegen. Ansonsten würde das System hier schon mit so einem gelben Warnfenster Alarm schlagen. Dafür ist es da. Das System. Und das ist auch super, das funktioniert astrein, wenn man es nicht gerade vergisst, ab und zu mal zu nutzen. Im Normalfall nicht. Also im Normalfall sollte es nicht vergessen werden. Und für euch ist es jetzt ein super Vorzeigeeffekt gewesen. So, was haben die jetzt hier schon wieder für Probleme? Da kommen sich zwei zu nah. Alex, ich bin wieder da. Okay, perfekt. User left your channel. Ja, das war jetzt quasi mein Tower. Der hat gesagt, ja, er startet sein Programm kurz neu. Und. Ach, Entschuldigung, was war die letzte Info nochmal? Information India. Danke dir. Genau. Und wenn dieses Glockengeräusch, dieses Klingelingeling, Klingelingeling, kommt.
kommt, dann ändert sich diese Artis-Information. Also diese Wetterinfo hier, die wir hier hatten. Jetzt ist es I wie India. Das kann derjenige, der diese Artis steuert, also meistens ist es der Tower, der sogenannte, ja, PL-Platzlote. Ich weiß gar nicht, wie das ist. In Deutschland wäre da die Artis, das ist normalerweise der PL, doch, der Platzlotse, also wirklich derjenige, der die Start- und Landebahn verwaltet, Black Keks Ananas, der kümmert sich auch um diese Artis, also kenne ich das. Ne? Und der kann da hier frei wählen, der kann jetzt auch wieder A nehmen oder der könnte mit Z weitermachen, ist scheißegal, Hauptsache dieser Buchstabe ist, wird dann angegeben vom Piloten, ja, und das ist nicht zu nah aneinander, also es dürfte jetzt nicht I, dann kommt zum Beispiel A und dann kommt wieder I. So, jetzt haben wir was Neues in dem Sinne noch. Jetzt haben wir hier einen PDLC-Request. Das haben wir hier, Received. Das ist so ein gelbes Ding. Und da kann ich jetzt draufdrücken und jetzt kann ich quasi ihm diese Start- oder diese Streckenfreigabe auch per Online-Internet-Verbindung quasi schicken. Das ist auch im echten Flieger so. Das geht an gewissen Standorten und das passt so, ne? Die Bahn hier, give me one November. Scorecode, Cleared Flight Level, Runway 26 Left und Destination ist Eco Data Lima, das ist Düsseldorf, meine ich. Und Artis Information India. Easy 125 ready for startup and pushback. Easy 125 pushback approved on Echo 1 Orange Line facing north. Echo 1 facing north, Easy 125. End on Orange Line, please. Which one? Orange Line. Easy 125, Orange Line on Echo 1. Orange Line on Echo 1, Easy 125. Ja, der andere, der hier, der hat sich ja noch nicht mal einmal gemeldet. Die German Wings 12 Alpha, One Tango Alpha. Das heißt, den parken wir jetzt erstmal zu. Ist halt so, ne? Man kann sich ein Recht machen. Der hat das jetzt wieder mir zurückgeschickt, die Lufthansa 8 Romeo Mike. Dieser hier, der das mir zurückgeschickt. Dann, damit bestätigt er mir den Empfang. Ja, ist in Ordnung. Da spart man sich halt diese zwei, drei Sätze plappern. Lufthansa 9X3 Tango, Request Taxi. Lufthansa 9X3 Tango, Taxi to Entry Sierra 8, via Echo 2. Lufthansa 9X3 Tango, via Echo 2, Entry Sierra 8. Genau, also wie gesagt, dieses Fensterchen, das erspart eben, ich sag mal, zwei, drei Sätze im Funk. Das ist schon viel, müsst ihr mal vorstellen, wenn das quasi 100 Flugzeuge sind, die in 2 Stunden oder sowas oder in 1 Stunde teilweise da abgefertigt werden. Wenn da jedes Mal quasi ich da einfach nur das per Knopfdruck mehr oder weniger machen kann und mir da 3, 4 Sätze spare, könnt ihr euch das hochrechnen, 100 Flugzeuge, 4 Sätze, 400 Sätze, ja? Die ich mir spare. Hier sehen wir jetzt nochmal dieses Fenster, No Taxi Clearance in dem Sinne. Hier, zack, bumm und weg ist es. Jetzt ist es richtig. So, schauen wir mal, wer sich als nächstes meldet. Also die hier kommt auf jeden Fall, die München Airways 9er Fox Romeo. Lufthansa 9X3 Tango confirm to hold short oder to taxi entry Sierra 8. Soll ich dann vor der Brücke oder nach der Brücke anhalten? Lufthansa 9X3 Tango auf der Brücke selber wäre in Ordnung, aber du wirst jetzt eh weiter geschickt. Alles klar. Lufthansa 9X3 Tango contact München Tower 120, das mit 505. Lufthansa 9X3 Tango 120505, ciao.
Ciao. So, der rollt hier ab. Hier sagt das System jetzt zum Beispiel High Speed. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hat er gerade abgebremst. Ne? Aber High Speed, kann sich jeder was darunter vorstellen. Der ist quasi relativ zügig da dann abgerollt von der Bahn. Aber so ist das gestaltet in München. Die haben das sehr klug gemacht. Das ist eine sehr kleine Kurve, aber dann können die quasi direkt relativ zügig von der Bahn rausrollen. Weil es darf quasi an diesen, man sieht es an den gestrichelten Linien relativ gut. Diese gestrichelten Linien hier oben, da darf nichts oben drüber sein. Also das muss alles, wenn da ein Flugzeug landet, muss das hinter der gestrichelten Linie sein, bevor ein anderes da landen darf oder starten darf. Weil es könnte ja sein, dass jetzt zum Beispiel ein startendes Flugzeug, was jetzt hier aufrollt, hat einen Platten links, zieht nach links rüber, bam, rollt das quasi dann in den anderen rein. Und das ist halt einfach ein Sicherheitsstreifen, so heißt das in unserem Amtsdeutsch. Der muss halt frei sein. Ja? Da darf nichts sein, kein Lebewesen, kein Hindernis, kein Auto, kein Flugzeug, kein gar nichts. Zumindest nicht vor dem Flugzeug. Ja, was anfliegt oder startet oder landet oder wie auch immer. Da muss man aufpassen. Der Sicherheitsstreifen. Und deswegen, ja, das ist, sag ich mal, relativ wichtig. Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt da? Da hat sich einer eingeloggt hier, diese Turkish 155. Der rollt jetzt hier irgendwie. Okay, also manchmal gibt es auch ein bisschen verrückte Szenarien, verrückte Sachen. Ja. Also ich denke, wie gesagt, der hat sich da jetzt einfach eingeloggt. Irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass er von einer anderen Richtung kam. München A-Train, Servus, die Lufthansa 8 Romeo Mike is at stand 254, requesting startup and pushback, and target off block time is 18:45. Lufthansa 8 Romeo Mike, Roger, startup is approved, and pushback is approved, facing north. Startup is approved, facing north, Lufthansa 8 Romeo Mike. Okay, ja, jetzt hat er hier schon NoCo hier unten eingetragen, also NoComs, der hat sich quasi einfach eingeloggt und macht da quasi Unsinn. Was natürlich doof ist, das soll man natürlich nicht machen. So, jetzt habe ich einen eingeschrieben. Abend ist dieses PDLC, also dieses Online-System, sage ich jetzt mal, für die Streckenfreigaben, hat er mich gefragt. Da habe ich jetzt geschrieben, ja, positiv, gibt aber jetzt gleich einen Controllerwechsel. Ich weiß nämlich nicht, ob es der nächste auch anbietet. Ist keine Pflicht, ist kein Muss. Ja, gut, aber ne, geht man da schon davon aus. Also, dass derselbe Service angeboten wird. Aber wie gesagt, der Pilot hat sich jetzt halt hier nachfragen wollen, okay, Station wäre dann EDM, oder? Mache das gerade zum ersten Mal, deswegen fragt er nach. Ja. Ja, aber es gibt dafür halt so Supporter dann, die so einem Fall, wo jetzt zum Beispiel gar keine Kommunikation aufgenommen wird oder halt Unfug oder Schindluder betrieben wird, die klinken sich dann ein. So, jetzt hier oben, nächste Baustelle, da oben kommt der nächste Flieger, ihr seht ihn hier am oberen Rand des Bildschirms hier, da kommt er. Das ist die München Airways Niner Foxtrot Romeo. Da steht hier immer Muck. N9FR. Na, meldet er sich. Der Tower muss halt den jetzt an mich halt überstellen. Sagt halt meine Frequenz, ne? Contact Apron 121-710. Schauen wir mal, was er macht. Oder wie lange es dauert, bis der Pilot das eingeprügelt hat in sein Funkgerät. Das ist schon ärgerlich hier, so eine Aktion. So, jetzt hat er mich gefragt, hier was los. Also von wegen, dass ihm hier eine Fehlermeldung angezeigt wurde, habe ich gerade gesagt, ja, es ging jetzt auf jeden Fall, er hat es mir geschickt. Er sagt mir, es geht nicht, aber er hat es mir geschickt.
So, jetzt hat er mir das bestätigt, die Infos wieder. Und dann passt das. Na, wo bleibt denn jetzt die München Airways? Du stehst doch da schon richtig. Jetzt tippst du deine Frequenz. Wir haben die Nana Foxtrot Romeo at November 3. Nana Foxtrot Romeo, München April Info, call sign please. Sorry, München Airways, Nana Foxtrot Romeo. Jetzt hab ich's. München Airways, Nana Foxtrot Romeo, München April, Servus. Taxi to Stand 301 Alpha war ja. Delta 1, Echo 2, Delta 6, Echo 3. 301 Alpha via Delta 1 Echo 2, Delta 6 and Echo 3. Niner Foxtrot Romeo, danke. Niner Foxtrot Romeo, korrekt, gerne. So, jetzt kommt hier der nächste, hier unten. Er schleicht sich jetzt ganz langsam ins Bild. Hier, Moment. Da. Da steht er. Unten links in der Ecke. Lufthansa 2-2 Kilo Delta. Weil, warum das jetzt mit der München Airways? Weil der hat einfach einen Niner Foxtrot Romeo und das kann halt auch eine andere sein. Lufthansa 8 Romeo Mike is ready for taxi. Lufthansa 8 Romeo Mike, Roger Taxi to Entry November 4 via Echo 2. Straight ahead. Entry November 4 via Echo 2, Lufthansa 8 Romeo Mike. Weil, wie gesagt, jetzt mit Niner Foxtrot Romeo könnte auch eine andere sein, ja, ne? Turkish 155, München Apron, hello. Taxi to Stand 163 via Charlie 5 and Whiskey 1. München Apron, Servus, Lufthansa 22 Kilo Delta, Entry Sierra 7. Lufthansa 22 Kilo Delta, München April, hello. Taxi to Stand 222 Bravo via Whiskey 2, straight ahead. Stand 222 via Whiskey 2, Lufthansa 22 Kilo Delta. Das habe ich dem geschrieben. Der wollte das geschrieben, der hat es gerade geschrieben. Ground, das ist da. Yes, also hier, can you write it, please? Und das habe ich jetzt gerade getan. Turkish 155, text to stand 163 via Charlie 5 and Whiskey 1. Turkish 155, repeat korrekt. Alles klar. Ja, gut. Last Station Calling, only static. So, das zeige ich jetzt immer, vielleicht ist dem sein Mikro. Lufthansa 6 Echo Whiskey 2 Entry Bravo, request out of in pushback. Lufthansa 6 Echo Whiskey, München April, hello. Startup is approved and pushback approved facing north. Startup approved, pushback approved facing north, Lufthansa 6 Echo Whiskey. Lufthansa 8 Romeo Mike, contact tower 118, Smith 705. 118-705, Lufthansa 8, Romeo Mike, schönen Abend, Servus. Ciao. München April, Servus, Lufthansa 3, Juliet Tango, Entry, November 3. Lufthansa 3, Juliet Tango, München April, Servus, Taxi to Stand 209er Bravo via Whiskey 2, straight ahead. 209er Bravo via Whiskey 2, Lufthansa 3, Juliet Tango, danke. User joined your channel. Servus. Servus, ich wäre ready, wenn du auch. Ja, also, ich habe Information India als letztes. Müssen wir mal gucken. Dann habe ich zweimal PDLC, die sind aber jetzt schon schon weiter. Die haben hier ein Startup, das ist die 8 Romeo Mike und 6 Echo Whiskey. Lufthansa jeweils. Roger, ja. Hast du die Text schon? Die habe ich von den beiden, die restlichen nicht. Genau, so passt es auch. Sehr gut.
Dann haben wir die Turkish 155 unten links. Absoluter Chaot. Ich weiß nicht, der hat sich irgendwie schon aufgehört. Ja. Ja, okay, gut. Wollen wir nicht mehr reden. Der hat seine Clearance geschrieben bekommen bis zum Bild. München April Service, Leipzig Air 206. At Gate triple one requesting IFR Clearance to Hamburg, Information India on board. Leipzig Air 316, Information India korrekt. Startup is approved. Cleared Destination Hamburg Aerodrom. Input to November Departure, Flight Plan Route. Climb via SIT, Flight Level 70, Squawk 1000. Clear to Destination Hamburg via Input to November Departure. Initial Climb, Flight Level 70, Squawk 1000. Leipzig Air 316. Leipzig Air 316, confirm. Climb via SIT, Flight Level 70. Climb via SIT, Flight Level 70, Leipzig Air 316. Leipzig Air 316, korrekt. Jo. Hast du vom Funk auch so eine schlechte Verbindung? Oder ist ja. Das okay. Ist irgendwie, haben die heute alle rauschende Mikrofone. Ich weiß auch nicht, was los ist. Lufthansa 22 Kilo Delta, so after dark, wir müssen aber wieder auf. Ciao, schönen Abend noch. 22 Kilo, danke fürs Liegen, servus. Genau, also okay. Irgendwie ein bisschen okay. Schwierig. Ja, den Rest habe ich, glaube ich, weil ich habe schon mitgehört. Genau, okay. Und also sonst eh nichts. Ja, genau. Six Echo Whiskey hat jetzt ein Pushback, Facing North, siehst du ja. Genau. Drei Leute sollst du mit dem Status-Tag haben. PDLC logge ich mich jetzt aus. Ja. Genau. Ja, es kam gerade nochmal ein Receive von der 9981. Da musst du gleich nochmal dem schreiben vielleicht. Lufthansa 9981. Lufthansa 6 Echo Whiskey, Request Taxi. Jo, sehe ich. Nein. Willst du den schon machen, die 6 Echo Whiskey? Kann ich machen, kann ich übernehmen. Okay, dann mach das und dann dir einen schönen Abend noch. Danke dir auch. Ja, danke, ciao. Open Mic. So, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne mal ein Like da und einen Kommentar. Es wird auch ein bisschen Variation wahrscheinlich noch folgen, zum Beispiel, dass wir mal Tag haben. Und falls ihr noch weitere Erklärungen oder Fragen habt, dann meldet euch einfach in den Kommentaren.